Sie dürfen jetzt ans Rednerpult und bekommen auch gleich das Wort von mir, bitte. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, werte Damen und Herren des Hohen Hauses, liebe Bürger Sachsen-Anhalts. Uns liegt heute ein Antrag vor, welcher fußend auf der aktuellen Forderung der Liga der freien Wohlfahrtspflege auf eine Anhebung und Dynamisierung der Barbeträge für Kinder und Jugendliche in den Hilfen zur Erziehung abzielt. Dabei soll laut Antrag der Inflationsausgleich der letzten 26 Jahre und die Empfehlungen des Deutschen Jugendinstitutes zur Gestaltung von Taschengeldbeiträgen berücksichtigt werden. Dem Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration soll unterdessen noch in diesem Jahr über die Umsetzung durch die Landesregierung berichtet werden. Meine Damen und Herren, wir als Soziale Heimatpartei begrüßen diese dringend notwendige Initiative, welche unseren sozial- und bildungspolitischen Zielen entspricht. So ist neben der Gewährleistung von sozialer Gerechtigkeit für Kinder und Jugendliche und deren Recht auf eine gute Kindheit in unserem Land das Erlernen des weitsichtigen Umgangs mit Geld sehr wichtig für diese und bereitet sie auf ein selbstständiges und verantwortungsbewusstes Erwachsenenleben vor. Negativbeispiele beim verantwortungsbewussten Umgang mit Geld kennen wir dabei wo alle zu Genüge, gerade auch im Hinblick auf zahlreiche Politiker aus der Bundes- und den verschiedenen Landesregierungen. Es wird daher Zeit, die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte seitens der regierungstragenden Fraktionen CDU und SPD aufzuarbeiten, sowie endlich eine Landespolitik im Sinne unserer Kinder und Jugendlichen und damit für die Zukunft unseres Landes voranzubringen. Aus diesem Grund und ohne noch unnötig hier weiter zu philosophieren, meine Damen und Herren, sollten wir Fakten schaffen. Meine Fraktion wird dem vorliegenden Antrag daher sehr gerne zustimmen und möchte auch die Koalitionsfraktion zu selbigen ermutigen, jetzt halt im Ausschuss. Und ja, vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, Herr Spiegelberg. Ich sehe auch hier keine Wortmeldung, vielleicht einen kleinen Hinweis. Ich hatte das schon mehrfach bei Ihnen auch gesagt. Bitte nicht das Wort an die Bürgerinnen und Bürger richten. Sie sind hier im Hohen Hause und richten das Wort eigentlich hier an die Abgeordneten. Sie können im Namen derer sprechen, aber sie nicht hier begrüßen.